Ja, mir geht es ja auch mal sehr viel darum, dass positive Ansätze gewählt werden. Schlechte Dinge verhindern heißt nicht, dass es ausreichend ist, sondern gute Dinge voranzubringen ist eben umso wichtiger, damit man in diesem Diskurs überhaupt bestehen kann und eben nicht den Eindruck vermittelt, man wäre nur destruktiv, sondern konstruktiv. Und gerade auf dieser Überlegung basiert unter anderem eine Studie, die ich mal geschrieben habe, in diesem Fall für den Bundesverband der Verbraucherzentralen. Da ging es um Verbraucherschutz im Urheberrecht. Und da habe ich mich mit der Frage Recht auf Remix auseinandergesetzt, juristisch, und habe das eben begutachtet, was da jetzt im Moment Stand der Dinge ist im Urheberrecht in Europa und in Deutschland, und habe mir Gedanken darüber gemacht, ob man das ändern sollte und wie man es ändern könnte. Warum man es ändern sollte, dass momentan auf europäischer Ebene keine Möglichkeit besteht, auf nationaler Ebene wiederum eine Regelung einzuführen, die sagen würde, diese transformativen Werknutzungen, YouTube-Videos, Mashups, Remixes und so sind vom Urheberrecht ohne weiteres erlaubt, hat Leonard ja schon gesagt. Das gab es erstmal zu analysieren. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es eine solche Regelung in der Tat in Deutschland nicht gibt und auch in der europäischen Richtlinie meines Erachtens nicht vorgesehen ist. Der Grund dafür ist, dass es im Urheberrecht nie zu so einer richtig allgemeinen Interessenausgleich kommt, weil das Urheberrecht nach kontinentaleuropäischem Vorbild eben sehr stark auf das Interesse des Rechteinhabers fokussiert. Es ist also ein total individualrechtlicher Ansatz, der immer sagt, die und diejenigen müssen ihr Recht bekommen. Dabei hat das ganze Recht so den romantischen Ansatz, es gibt den originären Schöpfer, der halt frei von jeglicher Beeinflussung in seinem Bett, ich nehme mal so als Bild den spitzwegschen Poeten, liegt und unter Aufbringung sämtlicher Kenntnisse, Erfahrungen und unter jeglichen Entbehrungen, die man sich vorstellen kann, sein Werk schafft. Deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, aber der Remixer ist doch auch ein Urheber. Ja, also dessen Interessen müssen ja ebenso geschützt werden. Es findet aber kein Interessenausgleich zwischen dem Urheberrecht, das ja als Eigentumsfreiheit oder unter die Eigentumsfreiheit fällt, und der Kunstfreiheit. Man kann also nicht sagen, nach deutschem Recht beispielsweise, okay, man guckt sich jetzt einen Sachverhalt an und wenn man sagt, okay, die Kunstfreiheit geht in diesem Fall vor, dann ist das in jedem Fall erlaubt. Dafür muss es eine bestimmte gesetzliche Regelung geben und die gibt es im deutschen Recht eben nicht. Was ich dann gemacht habe, war zu sagen, es sollte eine solche Regelung geben für Remix, und zwar auf europäischer Ebene im Zweifel, weil das europäische Recht eben dem deutschen Recht Beschränkungen auferlegt. Es gibt da diesen abschließenden Schrankenkatalog und über den kann der nationale Gesetzgeber eben nicht hinausgehen. Er muss sich daran halten, was in dieser EU-Richtlinie drinsteht. Das Ganze steht dann in einem größeren Kontext. Das EU-Recht, um das vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu erklären, sind ja nicht alles Urheberrechtsexperten hier und an den Bildschirmen, geht von einem anderen Ansatz aus als zum Beispiel das US-Recht. Es sagt nämlich, es werden im Gesetz oder in der Richtlinie bestimmte Arten von Nutzungen genannt, die ausnahmsweise vorgenommen werden dürfen, ohne dass der Urheber bzw. der Rechteinhaber gefragt wird. Und das wird dann relativ konkret definiert, wer darf das machen, zu welchen Zwecken darf man das machen und welche Nutzungsrechte werden da eingeschränkt. Also dürfen Vervielfältigungen nur gemacht werden oder auch online stellen oder eben nur online stellen und nicht vervielfältigen und so weiter. Das ist relativ konkret geregelt. In den USA gibt es diesen anderen Ansatz, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Interessen der Rechteinhaber und Interessen der Allgemeinheit. Und das nennt man da das Fair-Use-Prinzip. Das Fair-Use-Prinzip besagt im Prinzip nichts anderes, als dass da steht, was Fair-Use ist, ist nicht verboten. Ja, es ist also eine sehr, sehr generelle Regelung und dann muss man eben in sehr vielen Einzelentscheidungen, unter anderem durch die Gerichte, aber auch durch Regulierungsinstanzen entscheiden, was ist denn jetzt Fair-Use? Der Vorteil an so einer Regelungssystematik liegt darin, dass die sich weiterentwickeln kann, ohne dass der Gesetzgeber Hand anlegen muss. Es liegt eigentlich auf der Hand. Was Fair Use ist, bestimmt sich gerade nach der jeweiligen Zeit, nach der Situation, nach den gesellschaftlichen, kulturellen, technischen Umständen, ist also dynamisch weiterentwickelbar, und wenn nächstes Jahr eine neue Technik aufkommt, eine neue Art des kulturellen Umgangs, dann kann auch das wieder Fair Use sein. In Europa müsste man dafür eine Richtlinie ändern, und eine Richtlinie zu ändern,
bedeutet im Zweifel um die 10 Jahre politischen Effort, wenn es denn dazu überhaupt jemals kommt. Das heißt, um genau das geht es, wenn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sagt, eigentlich wäre so eine Art Fair-Use-Prinzip als alternatives Regelungskonzept zu diesen Schrankenregelungen in Europa eine gute Sache. Wir können das aber nicht machen, das muss Europa machen. Ist in diesem Fall sicherlich auch so, was aber natürlich nicht heißt, dass die deutsche Politik auf die europäische Politik keinen Einfluss hat. Also Deutschland ist der größte Markt und der größte Player in Europa. Insofern kann man natürlich die Verantwortung nicht einfach so wegschieben. Das heißt, das wäre eigentlich die Langzeit, der Langzeitplan, tatsächlich zu versuchen, an europäische Regelungstechniken und an die europäische Regelungstradition angepasstes Fair-Use-Prinzip in Europa zu etablieren, das dann möglicherweise kombiniert werden kann mit diesem europäischen Ansatz, weil diese Fair-Use-Regelung, was Fair-Use ist, ist erlaubt, hat auch einen großen Nachteil. Es weiß nämlich niemals jemand, was eigentlich jetzt erlaubt ist gerade. Es müssen im Zweifel entweder gerichtliche Entscheidungen oder Entscheidungen von diesen Regulierungsinstanzen her, bevor man das weiß. Das heißt, das Recht ist also sehr intransparent und wenn es sich dann an den Endnutzer richtet, ist das Ganze natürlich sehr, sehr schwer zu durchschauen. Das kann man aber, daran kann man was machen. Man könnte nämlich sagen, was Fair Use ist, ist erlaubt. Fair Use ist zum Beispiel, so Zitate, Privatkopie und so weiter und so weiter. Man kann also beispielhafte Kataloge und Fallgruppen bilden, die man dem angliedert, ohne dieses ganze Prinzip dann wieder zuzumachen und zu sagen, Fair Use ist nur das und das und das und das, sondern Fair Use ist zum Beispiel das und das und das und das. Und dann hat man die Offenheit, jederzeit sagen zu können, okay, letztes Jahr war Fair Use nur das, was da jetzt gesagt wurde und dieses Jahr ist eben Fair Use auch nochmal was anderes. Gut, ich habe mir dann lange Gedanken darüber gemacht, wie immer bei urheberrechtlichen Fragen ist auch diese Frage nicht so ganz einfach zu klären. Also uns allen mag einleuchten, dass es eigentlich nicht sein kann, dass das Urheberrecht kreative Handlungen, die einer allgemein ausgeübten Kulturpraxis entsprechen, nicht fördert, sondern unterbindet. Mit anderen Worten sagt, alles was an Remixen und Mashups und sowas im Netz zu sehen ist verboten. Dennoch muss man sich gut überlegen, wie man so eine Regelung ausgestalten kann, ohne dann wieder auf der anderen Seite zu scharf in die Interessen, die durchaus legitimen Interessen von Urhebern und Rechteinhabern einzugreifen. Ich habe das wie folgt gemacht. Ich habe mir überlegt, ich habe erstmal gesagt, ich entwickle hier eine Regelung zu transformativen Werknutzung, so heißt es auch im Englischen, transformative works heißt das. Das heißt, in diesem Begriff impliziert ist schon, jemand schafft aus etwas, was vorher da war, etwas Neues. Ja? Und das ist ganz wichtig, um diese Abgrenzung hinzubekommen und nicht in die File-Sharing-Falle reinzukommen, wie ich es mal bezeichnen will, weil dann gleich alle sagen, ja, aber dann würden noch die Raubkopierer belohnt, dadurch, dass das auch noch erlaubt wird. Darum geht es hier überhaupt nicht. Ja? Das muss man relativ scharf abgrenzen. Das geht nicht ganz scharf, aber immerhin scharf genug, wenn man nämlich sagt, und auch dazu gibt es aus den USA Erkenntnisse, wie man das machen kann, dieses neue Werk verändert den Ausdruck der anderen Werke. Es entsteht also tatsächlich etwas anderes, was dadurch einen anderen ästhetischen Gehalt hat und auch andere Zielgruppen anspricht. Der Hintergedanke, also in Abgrenzung zur simplen Kopie, zum Schmarotzen, zum Abgreifen, ist diese kreative Auseinandersetzung mit Werken wirtschaftlich für die Rechteinhaber der Ursprungswerke im Prinzip irrelevant. Ich kenne zwar keine ganz konkreten Studien, aber ich kenne Fälle, in denen es passiert ist, dass eben gerade das Aufkommen von populären Remixes auf YouTube dazu geführt haben, dass Musikstücke, die längst raus waren aus dem Verwertungszyklus, weil die keiner mehr gehört, gekauft, gesehen hat, wieder voll reingekommen sind und Hunderttausende von Kopien dann auch wieder verkauft wurden, nur weil es diesen Remix gab. Das heißt, der Remix als werbliches Mittel, nehmen wir mal jetzt die rein ökonomische Perspektive, ist mir in vielen Fällen bekannt und ich kenne eben allerhand Präzedenzfälle, wo das geklappt hat. Ich kenne aber keinen einzigen Fall und es erscheint mir auch extrem unplausibel, dass das so sein würde oder jemals sein könnte, dass irgendjemand aufgrund der Tatsache, dass jetzt jemand ein Karaoke-Video zu einem Robbie-Williams-Song macht oder sowas, dann den Robbie-Williams-Song nicht mehr kauft.
Ja, oder dass jemand tatsächlich so ein richtiges Kunst-Mashup-Video macht, wo Disney-Komponenten, ich kenne so eins, deshalb nehme ich das Beispiel, was ganz toll ist, ganz viele Disney-Figuren vermixt und die sagen dann was über Copyright. So, dass dann aber eine Ariel die Meerjungfrau nicht mehr anguckt, im Fernsehen nicht ins Kino geht oder die DVD nicht kauft oder den Download, weil er dieses Video gesehen hat, ist doch denkbar unwahrscheinlich. Ja, das heißt, man hat im Prinzip keine wirtschaftliche Kollision mit den Interessen der Rechteinhaber, die da vorher waren. Auf der anderen Seite hat man aber ein extrem förderungswürdigen Sachverhalt, nämlich die Bevölkerung ist kreativ. Und die Bevölkerung sollte kreativ sein, weil wer am Rechner sitzt und Mashup schneidet, hängt nicht an der Bushaltestelle und pöbelt Passanten an. So einfach ist es. Kreativität in der Bevölkerung ist immer zu fördern und dafür ist das Urheberrecht eben auch da, dass es das tut. So, dann guckt man sich noch die andere Seite an, die ist nämlich urheberpersönlichkeitsrechtlich. Übrigens, ich habe in dieser Regelung vorgeschlagen, keine Vergütung vorzusehen für diese Transformative Work-Nutzung. Das ist ja im deutschen Recht in den allermeisten Fällen so, wenn jemand etwas per Gesetz darf, muss er im Zweifel dafür zahlen. Das ist nur bei Zitaten nicht der Fall, aber bei Privatkopien beispielsweise gibt es ja diese Geräte- und Lehrmedienabgaben und bei anderen Regelungen gibt es was Ähnliches. Ich habe gesagt, eine solche Vergütung wäre unangemessen und zwar erstens vor dem Hintergrund, dass eben keinerlei wirtschaftliche Schäden entstehen durch solche Nutzungshandlungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man durch ökonomische Studien das nachweisen kann. Und zweitens würden solche Vergütungsansprüche das, was man damit erreichen will, nämlich das, was Leonard auch gerade gesagt hat, diese Vereinfachung für die Bevölkerung, wahrscheinlich durch Vergütungsmechanismen, die komplex sind im Zweifel und das dann auch wieder möglicherweise relativ viel Geld kostet, wenn man das in Pauschalabgaben beispielsweise machen würde, dann müssten alle bezahlen, obwohl nur wenige machen und so weiter. Das heißt also, das führt zu Einschränkungen, Restriktionen, die meines Erachtens nicht gerechtfertigt werden. Und ich habe auch gesagt in dieser Regelung vorgeschlagen, dass man die Befugnis dazu nicht auf die nicht kommerzielle Nutzung beschränkt. Das ist auch so eine Idee, die immer sofort reflexartig bei Regelungen dieser Art kommt, zu sagen, ja, also gut, der YouTube-Kram, den kann man ja möglicherweise, aber das muss beschränkt sein auf die nicht kommerzielle Auswertung von solchen Remixes. Ich glaube, dass es darauf nicht ankommen sollte. Ich glaube, dass man diese Abgrenzung, also den Schutz vom Schmarotzertum sozusagen, viel besser dadurch regeln kann, dass man eine klare Trennlinie hat zwischen dem Remix, der tatsächlich darunter fällt, dem Mashup, also dem transformativen Werkschaffen, und diesem nur kopieren und dann nochmal das machen, was vorher schon da war, um möglichst davon zu partizipieren, was die anderen geleistet haben. An der Stelle kann man abgreifen. An dieser Stelle kommerziell, nicht kommerziell abzugrenzen, ist ganz schwierig. Nehmen wir mal zum Beispiel den Fall, jemand macht so ein YouTube-Video und wird dann berühmt, ja, weil er dieses Video gemacht hat. Auch solche Fälle kennen wir ja alle. Beziehungsweise dieses Video, was er gemacht hat, wird von Coca-Cola gesehen und die finden das so klasse, dass sie das auch für ihre Werbekampagne nehmen wollen. Das heißt also, der hat das zu komplett nicht kommerziellen Zwecken gemacht, also aus rein intrinsischen Motiven, weil er das toll fand, hat es online gestellt und auf einmal wurde aus dem nicht kommerziellen ein kommerzieller Kontext. Und dann ist die Frage, wie kann man damit umgehen rechtlich, was vorher erlaubt war, ist jetzt auf einmal dann nicht mehr erlaubt. Da müsste man da irgendwie so eine Transition von dem einen Regelungsmodell zum anderen herbeiführen und ich glaube, dass das ganz schwierig ist, sowas. Das heißt also, letztlich geht es mir darum, tatsächlich nur dieses kreative Werkschaffen darunter fallen zu lassen und auch nur darüber zu reden im Rahmen dieser Forderung. Das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder klar macht, wenn man denn ein Recht auf Remix fordert, dass man diesen Einwänden, die reflexartig kommen, das würde ja, dann ist auf einmal alles umsonst und alles ist im Netz und man kann überhaupt nichts mehr verkaufen und so weiter. Auch das ist ja altbekannt, dass man dem sofort vorgreift und sagt, nein, darum geht's nicht. Worum es hier geht, ist etwas, das ist kreative Entfaltung von ganz vielen Menschen und es geht hier um die Interessen der Urheber. Ja, das sind nicht
die Nutzer oder die Netzgemeinde oder so, sondern das sind alles Urheber und deren Interessen gilt es genauso zu schützen wie die Interessen der anderen Urheber, die vorher schon da waren, was ja häufig reiner Zufall ist. Wer ist vorher da, also warum sollte nur der Erste sozusagen, und wer ist überhaupt der Erste? Das hat der Leonard schon deutlich gemacht, dass es den ersten Mal kreativer Entfaltung eigentlich überhaupt nicht gibt. Das heißt, sich darauf zu beschränken, halte ich für ein ganz wesentliches Moment. Und also das wäre eine Forderung, die kann man auch auf EU-Ebene tatsächlich anbringen, weil auch die EU-Instanzen, zum Beispiel die Europäische Kommission in einem Grünbuch, auf diese Frage schon reflektiert hat und die aufgeworfen hat und schon sozusagen aufgefordert hat, dazu mal eine Konsultation zu machen, die wurde auch schon durchgeführt und dazu darüber nachzudenken, dass eben sowas entsteht, weil es nicht sein kann, dass jeden Tag sich Millionen von kreativ schaffenden Menschen rechtswidrig verhalten, möglicherweise sogar strafbar machen, gegen das Urheberrecht verstoßen. Vielen Dank. Gibt es Fragen zu einem von den beiden Vorträgen? Bitte schön. Zum zweiten Vortrag habe ich eine Frage. Du hast erwähnt, dass es so einen Ausgleich zwischen Kunstfreiheit und Urheberrecht nicht gibt in Deutschland. Und da kommt mir spontan irgendwie die Idee, das muss doch schon immer so gewesen sein, dass die Künstler Sachen genommen haben und weiterverarbeitet haben. Und das ist doch sicherlich erst jetzt im Zuge des Urheberrechts, wo das halt irgendwie alle machen, so groß in den Medien. Gerhard Richter, ja, hat doch Zeitungsfotos genommen, abgemalt und irgendwie verwischt. War das eine Urheberrechtsverletzung? Nicht, wenn er dafür die Rechte eingeholt hat. Und also, da kommen nämlich zu dem... Musste er die Rechte haben, beziehungsweise durfte der Urheber von diesen Fotos dem Gerhard Richter das verbieten? Das ist doch der Punkt der Argumentation. Haben wir ein Urheberrecht, was einem Künstler wie Gerhard Richter die Möglichkeit entzieht, seine Kunst zu produzieren? Ja, haben wir. Seit Ende des 19. Jahrhunderts haben wir das, weil nämlich aus der aufklärerischen, romantischen Idee hervorgegangen ist, es gibt da diesen einen, den originären Urheber und alle anderen malen davon dem ab. Ja, das muss wahrscheinlich Gott sein, dieser eine Urheber, der dann alle Rechte hat, weil das möglicherweise der einzige ist, denkbar einzige, der diese Stellung für sich in Anspruch nehmen kann. Und wenn man das in der Geschichte mal rückblickend sich betrachtet, ich meine, die Bibel ist der größte Remix aller Zeiten, ja. Goethe wäre einer der größten Urheberrechtsverletzer aller Zeiten, hätte es damals schon ein Urheberrecht gegeben. Was Andy Warhol gemacht hat, war auch alles nicht koscher. Und es läuft letztlich eher auf die Frage hinaus, warum ist das jetzt anders? Ja, warum ist das früher anders gewesen, als es heute ist? Und das ist ziemlich eindeutig wenn man drüber nachdenkt. Es ist ja nicht alles verboten, sondern es ist nur verboten, wenn man nicht die Erlaubnis hat. Ja, das heißt, das Urheberrecht geht von dieser Idee aus, im Prinzip muss für alles eine Erlaubnis vorliegen und die muss eben vorher eingeholt werden. Das geht so lange, wie das Urheberrecht sich im Prinzip nur an Profis wendet. Ja, also es ist dafür gemacht worden, dass es von Plattenverlagen, Buchverlagen, von Zeitungsverlagen und so weiter angewendet wird und diese Leute sind Profis, also diese Unternehmungen sind Profis und die Künstler, professionelle Künstler werden auch irgendwie beraten, vertreten. Das heißt, in solchen Kontexten kann man ganz viele Dinge machen, indem man Heerscharen von Leuten beschäftigt, die halt für die Rechteklärung zuständig sind. In dem Moment aber, wo die Leute eben die Bürger, ihre Collagen und ihre Mashup-Videos und ihre Sampler-Kassetten und was auch immer alles, nicht nur mehr zu Hause hören oder sich zu Hause in der Küche an die Wand hängen, sondern die ins Internet stellen, kommt eben der Bürger als Player des Urheberrechts ins Spiel. Und dann muss man diese Frage, muss wirklich in jedem Fall eine Erlaubnis vorliegen oder in welchen Fällen muss man tatsächlich das Urheberrecht, diesen Erlaubnisvorbehalt des Urheberrechts, diesen sehr strikten, aufbrechen und sagen, das ist jetzt massenrelevant und die Masse kann diese Aufgabe der Rechteklärung einfach nicht vollziehen, weil das viel zu komplex ist und viel zu aufwendig. Super, vielen Dank nochmal an Till und an Leonard für die beiden nicht nur spannenden, sondern super konstruktiven Vorträge.